Versetzungen, die nicht als Versetzungen erkennbar sind. Gibt's die? Ja, liebe Betriebsräte, die gibt es durchaus und die müsst ihr erkennen. Denn Versetzungen sind mitbestimmungspflichtig natürlich. Es gibt aber in der Praxis immer wieder, liebe Maja, Versetzungen, die so unter dem Radar durchgehen, die der Betriebsrat gar nicht als Versetzungen erkennt. Alles über Versetzungen erfährt der Betriebsrat bei uns, bei der WAF. In welchem Seminar? Betriebsverfassungsrecht Teil 1 und Betriebsverfassungsrecht Teil 2 und individualrechtlich natürlich Arbeitsrecht Teil 1 in unseren Webinaren und Seminaren. Und wie du schon sagst, Versetzungen eine ganz super wichtige Angelegenheit des Betriebsrates, denn hier bestehen sogar erhebliche Mitwirkungsrechte für Betriebsräte. Und das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer mit dieser Maßnahme der Versetzung einverstanden ist, dass ich damit einverstanden bin als Arbeitnehmer. Ja, das heißt noch lange nicht, dass diese Versetzung mitbestimmungsrechtlich, also im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne, in Ordnung wäre. Das heißt, sogar in einem solchen Fall, wenn der Betriebsrat dafür einen Grund haben sollte, kann diese Versetzung rückgängig gemacht werden. Das heißt, Maja, ich muss jetzt einfach wissen, was eine Versetzung ist. Da gibt es einen Paragraphen. Wir blenden ihn hier ein. Das ist der Paragraph 95 Absatz 3. Und Maja, jetzt bin ich aber ganz verwirrt. Da ist nicht von einer Versetzung die Rede, sondern es gibt offenbar zwei Versetzungen, sehe ich das richtig? Genau, nach dieser Legaldefinition des 95 Absatz 3 gibt es ja zwei Möglichkeiten zu versetzen. Erstens, eine Versetzung ist immer dann gegeben, wenn der Aufgabenbereich sich ändert und das Ganze geplant ist für länger als einen Monat. Das ist Alternative 1. Das heißt voraussichtlich. Muss nicht erst ein Monat sozusagen ein Monat verstrichen sein. Ja, es ist geplant, dass dieser Arbeitsbereich sich für mindestens diese Zeit ändert. Wichtiger Punkt. Oder Alternative 2, und hier muss eben dieser Monat nicht erfüllt sein. Die Umstände ändern sich, unter denen die Arbeit zu erbringen ist, und das dürfen natürlich nicht nur unbedeutende Umstände sein. Also keine Bagatellen, ja. Aber was, wenn mir zum Beispiel Aufgaben vom Arbeitgeber entzogen werden oder ich ganz neue Aufgaben zugewiesen bekomme? Das ist ja sozusagen ein neuer Arbeitsbereich. Vielleicht mache ich jetzt zu 25% oder mehr auf einmal ganz andere Dinge, das wäre dann eine Versetzung. Das wäre eine Versetzung, denn in der Praxis wird es ja selten der Fall sein, dass ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin völlig neue Aufgaben zu übernehmen hat. Es ist ja oft so, dass irgendetwas hinzukommt oder irgendetwas geändert wird. Und hier ist bereits dann eine Versetzung gegeben, wenn entweder diese 25%, die du gerade angesprochen hast, sich entweder qualitativ oder auch quantitativ etwas ändert. Also auch zeitlich, ich bekomme mehr Aufgaben oder ich bekomme noch andere Aufgaben dazu. Mitarbeiter geht in Elternzeit, die Stelle wird nicht nachbesetzt und seine Tätigkeiten werden einfach umgeschichtet auf die übrige Abteilung. Maja, von dir weiß ich, dass du deine Kanzlei in München betreibst, erfolgreich. Ich sitze nicht minder erfolgreich in Berlin. Was, wenn ich jetzt versetzt würde, also in örtlicher Hinsicht, von Berlin nach München-Schwabing? Ja? Das wäre in jedem Falle eine Versetzung, oder? In jedem Fall, auch kürzer als ein Monat. Ja, das ist diese zweite Alternative, die nach der Definition eine Versetzung darstellt. Wie ist das, wenn ich ins Ausland gesetzt werde für auch nur kurze Zeit? Also ein Auslandsaufsatz wird angeordnet. Das wäre auch immer eine Versetzung. Das ist immer eine Versetzung, richtig. Ja. Und wenn sich mein Aufgabenbereich insgesamt erweitert oder verkleinert, dann könnte das auch eine Versetzung sein. Richtig. Und die Frage, die sich hier stellt, was ist denn, wenn der Mitarbeiter einverstanden ist? Der Mitarbeiter wollte ja immer schon ins Ausland und schreit und jubelt Juhu. Ja. Kann dann der Betriebsrat hier trotzdem widersprechen? Denn es herrscht oft der Irrglaube, dass sofern der Arbeitgeber diese Versetzung im Rahmen seines Direktionsrechts ausübt und der Mitarbeiter einverstanden ist, dann muss ich den Betriebsrat ja gar nicht beteiligen. Stimmt denn das? Das stimmt nicht. Ja? Also bitte, der Arbeitsvertrag mag eine Versetzung hergeben. Der Arbeitnehmer mag mit dieser Versetzung sogar einverstanden sein. Aber es darf nicht vergessen werden, dass es noch einen Betriebsrat gibt im Betrieb, wenn es den denn gibt. Und der mit einem guten Zustimmungsverweigerungsgrund kann diese Maßnahme, diese Versetzung dann verhindern. Bitte, wir sind beide nicht gegen Versetzungen, aber wir sind dagegen, dass der Arbeitgeber Versetzungen selbstherrlich vornimmt, ohne euch, die Betriebsräte, vorher um Zustimmung gebeten zu haben. Deswegen, liebe Betriebsräte, achtet drauf, es gibt Versetzungen, die als Versetzung offensichtlich sind.
und solche, wo man etwas genauer hinschauen muss. Ja, und hinschauen müsst ihr auch, wenn es um den Kanal der WRF geht. Da erfahrt ihr nämlich solche und andere Geheimnisse rund um die Versetzung.